Willkommen im Selhurst Park, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Und wir zeigen heute eine Begegnung aus der Premier League. Crystal Palace gegen Brighton & Hove Albion. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Was wird Wilfried Zaha in diesem Spiel leisten können? Wie siehst du es? Mit ihm kommt auf jeden Fall Tempo ins Spiel. Er ist extrem schnell und wird natürlich diesen Vorteil auch heute nutzen. Da haben wir die Startaufstellung von Crystal Palace. Der heutige Torhüter ist Vicente Guaita. Patrick van Aanholt spielt zusammen mit Joel Ward in der Abwehr. Luka Milivojevic steht mit Cheku Kouyaté im Zentrum. Und der einzige Stürmer ist Christian Benteke. Brighton & Hove Albion hat sich für diese Aufstellung entschieden. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Schwaches Zuspiel, kein Wunder, dass da nichts ankommt. Groß. Körper. Sie verlieren den Ball. Kouyaté, Benteke. Zaha, abgepfiffen, abseits. Jetzt Benteke, MacArthur, Milivojevic, Zaha. Sieht vielversprechend aus. Gutes Tackling. Milivojevic, MacArthur, Cahill. Fängt diesen Ball ab. Auf außen ist Platz. Super Timing, klasse Tor. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Tolle Flanke von rechts, das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Was für eine Aktion. Da hat wirklich alles gepasst. Ein super Kopfball, aber auch eine klasse Flanke. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Zaha. MacArthur.
James McArthur. Benteke jetzt. Gute Aktion. Luka Milivojevic. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Pöpper. Montoya. Dale Stevens. Pöpper. Klasse Pass. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Jetzt ist es gefährlich. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Dunk. Wir stehen da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Und jetzt die Chance. Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Dale Stevens. Moin. Mopé. Dale Stevens. Montoya. Groß. Ja, wird hier gut unterstützt. Montoya. Groß. Montoya. McArthur. Milivojevic. Kouyaté. Ayoub. Gute Pässe auf Seiten von Crystal Palace jetzt. Kouyaté. Ayoub. McArthur. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Luca. Super dieses Zuspiel. Christian Benteke. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Schönes Pressing jetzt. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Jetzt Benteke. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Kouyaté. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Ayoub. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Und direkt zurückgespielt. Kouyaté. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Schiri zeigt ihm Gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Er trifft hier eindeutig den Gegenspieler. Das war ein klares Foul. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Moin. Körper. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Dale Stevens. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Jetzt vielleicht. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Ja, schön geklärt. Erstmal die Gefahr bereinigt.
Dale Stevens. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Dale Stevens. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Er schießt! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Super Abschluss, klasse vorbereitet. Ja, vor allem der letzte Pass war bockstark. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja, das sieht so langsam wirklich nach Resignation aus. Am Spielfeldrand, das ist ja Frust pur. Aber bei dem Spielstand auch kein Wunder. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Scheinbar alles im Griff. 2:0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin. Das kann er besser. Er kommt heute nicht rein in diese Partie. Klar, es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung der Kollegen. Aber von ihm muss da natürlich auch mehr kommen. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Moi. Der Ballverlust. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Jetzt der Ballverlust. Tompkins. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Einwurf. Cale. Nun James McCarthy. Milivojevic. Kouyaté. Ah, klasse geklärt. Ward. Gute Chance für eine Flanke. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Er ist da und kann den Ball hier klären. Moi. Guter Pass jetzt. Er zieht ab. Fällt das Tor doch noch. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Wilfried Zaha. Alles frei. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Gute Aktion jetzt. Hereingabe. Und die Situation geklärt. McCarthy am Ball. Van Aanholt. Milivojevic. Nein, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Kann sich dann nicht mehr helfen. Klar, Ball im Aus. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Ball in den 16er. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber kein Tor.
Die Ecke kommt. Oh, da verpassen sie alle den Ball. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Macht er gut. Und jetzt ist der Ball geklärt. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Moi. Leandro Trossard. Der war zu ungenau. Groß. Montoya. Moi. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Sieht gefährlich aus. Ball an den kurzen Pfosten. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ah, das könnte was werden jetzt. Körper. Montoya. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Jetzt ist es gefährlich. Moi. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Moi. Ist hier immer noch am Ball. Super dieses Zuspiel. Klasse Pass. Da verlieren sie den Ball. Meier. Kouyaté. Tompkins. Pass auf die Außenbahn. Cahill. Jetzt McCarthy. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Ja, da ist Platz jetzt. Moi. Ja, könnte was werden. Meier. Milivojevic. Jetzt McCarthy. Tompkins. Nun Cahill. Weg ist der Ball. Montoya. Körper. In den freien Raum. Und da hat es das Tor. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Die kriegen den Halsnick voll. Tolle Offensivleistung heute. Da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist. Ja, Zuversicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis ja, gar nichts. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Milivojevic. Zaha. Van Aanholt. Tja, war halt niemand. Ah, sie verpassen den Ball. Körper. Leandro Trossard. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Und das ist der Ballverlust. Macht das da gut. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Nun James McCarthy. Kouyaté. Watt.
unaufhaltsam. Flanke abgeblockt. Da kommt die Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Das war's. Der Unparteiische pfeift diese Partie ab. Sie gewinnen also das Rivalenduell. Und ich möchte das nochmal betonen. Es war einseitig. Ja, das Ergebnis spricht ja Bände, Wolf. Ich glaube, das werden die Fans so schnell nicht vergessen, auf beiden Seiten.